In diesem Video schauen wir uns die neue Trotz Moments SBC zu Dorsch genauer an. Lohnt sich diese Karte? Dorsch spielt beim FC Augsburg in der Bundesliga und kommt aus Deutschland. Als Spielerarbeitsraten hat er Mittel-Mittel, was nicht ganz so nice ist. Dazu hat er auch leider nur 3 Sterne Skills und 4 Sterne Weak Foot. Kommen wir zu den Werten. Seine Sprintgeschwindigkeit ist mit 81 auch wirklich nicht so gut. Dafür ist sein Antritt wirklich top. Die Schusswerte sind insgesamt solide, aber auch nicht so wirklich krass. Mit 91 hat er eine wirklich gute Übersicht und sowohl der kurze als auch der lange Pass sind wirklich top. Richtig stark ist er dann beim Dribbling, hier sind alle Werte im 90er Bereich. Mit 90 kann er ebenfalls richtig gut verteidigen und bei der Physis sind auch alle Werte wirklich richtig stark. Als Spielereigenschaften hätte Dorsch dann noch unter anderem den Flare Trade. Bei seinen Werten muss man auf jeden Fall das Tempo nochmal pushen. Deshalb würden wir euch als Chemstyle einen Shadow empfehlen, zudem wird hier die Defense auch nochmal geboostet. Dorsch passt natürlich gut in ein Bundesliga-Team und aus der Bundesliga gibt es auch wirklich gute Spieler, mit denen du ihn verlinken kannst. Unter anderem mit Caligiuri, Wirtz oder auch Süle. Für die SBC hast du noch eine Woche Zeit. Du musst hier 2 Teams abgeben, und zwar ein 84er und ein 85er Team. Das Ganze kostet dann etwa 130.000. Neben der Karte bekommst du noch Packs mit ca. 6 seltenen Goldspielern. Schauen wir uns nun mal Spieler mit ähnlichen Werten an. Zum einen hätten wir McGinn Tots für 45.000. Dann gibt es Gravenberg Futurestar für 400.000. Er hat schon eine wirklich richtig krasse Karte und spielt sich auch sehr nice in-game. Dann hätten wir hier noch die Tots-Karte von Rice für 60.000. Er soll sich in-game nicht ganz so gut anfühlen. Schreib doch jetzt gerne mal unten in die Kommentare, ob du eine Review zu Dorsch sehen willst. Schauen wir nun mal in die Bundesliga. Hier kam kürzlich ja auch erst die Witzel Flashback SBC raus für 140.000. Dann gibt es einmal Kimmich Tots für 880.000. Der wäre eigentlich nur beim Pass viel besser. Ansonsten gibt es aber auch noch die Kimmich Headliner Karte. Die wäre auch ähnlich, aber etwas schwächer. Und als letztes gibt es noch Tolisso. Die CL-Version von ihm liegt bei 67.000. Unsere Community hat auch abgestimmt und ist bei der SBC insgesamt deutlich bei einem Lassen. Wenn du in Zukunft auch bei solchen Abstimmungen dabei sein möchtest, kannst du sehr gerne auf unseren Discord-Server joinen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Die Karte von Dorsch ist schon nicht schlecht. Klar ist sein Tempo bzw. seine Sprintgeschwindigkeit wirklich nicht so gut. Mit einem Shadow kann man das aber relativ gut kompensieren. Schade ist auch, dass er nur 3 Sterne Skills hat. Insgesamt gehen wir bei der SBC mit der Community und geben knapp ein Lassen. Wenn du ihn aber einbauen kannst und zum Beispiel auch Caligiuri abgeschlossen hast, kannst du ihn auch mitnehmen. Aber wie gesagt nur, wenn du ihn auch wirklich spielen wirst. Schreib uns jetzt wie gesagt gerne noch in die Kommentare, ob du eine Review sehen willst. Lass uns noch ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.